So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in, ich wollte gerade sagen, Satisfactory. Oxygen Not Included. Mit dabei wieder die Snow. Hallo. Und ja, Snow hat gerade herausgefunden, dass die Leute jetzt Hüte tragen können. Warum macht die das und nicht die? Keine Ahnung. Okay. Ja. Hier gibt es jetzt nicht Lamas mit Hüten, sondern Viecher mit Hüten. Hüte und mit Menschen. Der kann jetzt eigentlich den Viehzuchthut tragen. Nice. Den geht er jetzt gleich wechseln. Ja. So, Mari, was macht sie denn eigentlich die ganze Zeit? Oh, Elektrotechnik. Ja, würde sagen. Und ein Cooldown-Hut. Und. Nee, Monitor erstmal auf OK drücken, oder? Nee. Ja. Aber die hat's noch nicht verstanden. Die muss noch abstempeln gehen. Und stempel mal. Da ist abgestempelt. Und jetzt kriegt sie auch einen Elektrotechnikerhut. Den geht sie sich jetzt auch erstmal abholen. Reinigung. Ja, dafür, dass sie reinigt, macht sie aber ganz schön viel. Forschungszeug. Forschung ist also Lernen. Oh, guck mal. Das wäre Kunst gewesen. Ja. Aber wir brauchen ja noch keine Leute, die irgendwie Bilder malen oder so. Nee, mal gucken. Lernen hat sie gar nichts. Die hat auch nichts in Lernen. Null Lernen. Die hat Lernen. Und ja, was bringt's uns? Was macht die? Die macht Reinigung. Eigentlich könnte man dann sagen, ja, dann mach vor. Aber die macht die Reinigung. Jo, die mag rein. Okay. Ja, kein Problem. Ich mach dann so weiter denn. Jo, dann. Viel Spaß. Bis gleich. Jupp, bis gleich. Ja, da hört man's. Sie geht jetzt erstmal was essen. Ich mach dann in der Zwischenzeit ein bisschen hier weiter, bis sie wieder da ist. Zack. Das kommt weg. Oh, die Tiere kommen langsam nach unten, das ist gut. So, was? Kein Produkt in der Warteschlange. Ja, dann machen wir das hier. Wir haben ja ein Hatchling-Ei. Aufräumen. Passiert da jetzt was? Oh ja. Was macht man jetzt damit? So, zurückschalten auf normale Geschwindigkeit. Die wuseln mir gerade ein bisschen zu viel. Was macht man denn jetzt hier? Ist ungekühlt. Kompostieren. Nee, räumt mal auf. Ich würde sagen, wenn es Hatchling-Eier gibt, dann immer die Eier machen. Eier, wir haben Eier. Häuserbrot. Ich glaube, uns geht wirklich das Essen gerade aus. Wir haben nur noch 80.000. Neu gepflanzt werden. Und der Matschriegel wird daraus produziert? Keine Ahnung. So, dann kann hier oben auch mal. Oh. Sollte vielleicht mehr hier unten aufräumen. Und hier. Priorität 7, würde ich mal sagen. Genau. Priorität 9, das Krankenbett.
die Leute sich da hindingsen können. Da, wenn das mal fertig wird. Ich würde sagen, passt erstmal. Und die Viecher sind hier unten. Perfekt. Jetzt nur noch hoffen, dass sie Eier legen. Wäre blöd, wenn nicht. So, gucken wir mal in die Forschung. Da sind wir auch bald so weit. Steinmalen, Brennofen. Große Batterie. Wie erst das? Dann das? Ach, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Damit? Nee. Damit? Nee. Damit? Nee. Dann habe ich auch keine Ahnung. Wasserstoffgenerator. Aber wir müssen wirklich in Elektronik langsam gehen. Dann können wir aus Wasserstoff Energie machen. Und irgendwo da unten haben wir ja ein, was Sauerstoff und Wasserstoff macht. Das bedeutet, wir brauchen viel Wasser. Das ist ungünstig. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Filter. Künstlicher Ausdruck, okay. Deckenlampe. Wäre auf jeden Fall was für unsere Pflanzen, denn Destillation wandelt Schleim zu Algen um, das ist nicht schlecht. Entleert Gaskanister. Okay, damit kann man Gase transportieren. Flüssigkeitsfilter. Erzeugt sauberes Wasser aus Schmutzwasser. Definitiv, das brauchen wir. Dann können wir dieses Wasser und dieses hier dann verwenden. Fleisch. Okay. Müssen wir mal gucken. Das braucht Strom. Das packen wir auch mal hin. Stromkabel. Abbauen. Kann man das so machen? Bestimmt. Mal transportiert ist. Macht mal weg hier. Da. Jetzt vergammelt das noch. Und eine neue Person haben wir. Wen nehmen wir denn da?
Nudelarm. Betreuer, Krankenpflege. Ich würde sagen, Devon ist unser neuer Krankenpfleger, denke ich mal. Und der kann kochen. Nee, kann er gar nicht. Interesse an Kochen. Aber er kann eigentlich gar nicht kochen. Okay. Ja, ich würde sagen, nehmen wir den hier. Der hat wenigstens Plus auf medizinische Sachen. Das ist unser Mediziner. Und dann kann ich gleich mal sagen, dass er unser neuer Arzt ist. Wege. Besserte Gütepflege. Das ist, glaube ich, Arzt, oder? Ja. Ja gut, hier, viel Spaß. Ist der neue Feldarzt. Vergiss nicht abzustempeln und dir eine Mütze zu nehmen. Wie er sich freut! Sehr gut. Aber das. Wenig Ressource, Wasser. Ja, baut erstmal hier zu Ende. Das ist erstmal, glaube ich, wichtiger. Und jemand hat immer noch nicht das Ding mitgenommen. Ich habe es doch auf Stufe 9 gesetzt, oder? Ja, mitnehmen. Stufe 9. Ah, macht. Essbares und Kochzutaten dürfen auch rein. Oh Gott. Oh Gott, nimmt den Nährstoffriegel rein. Mitnehmen. Alles wieder drin. Oh, ein Glück. Wer arbeitet da denn so gut? Ja, wir haben einen neuen Typen bekommen. Einen richtigen Kerl? Nee, ich glaube, das ist wieder eine Sie. Also, auf jeden Fall Devon, ich glaube, das ist eine Sie. Das ist unsere Ärztin. Und die hat sich richtig gefreut. Die hat richtig glasige Augen bekommen, als sie ihren Hut aufgesetzt hat. Das war ein... Richtig geehrt. Das war ein sehr emotionaler... Moment ihres Lebens. Hat sie richtig ausgekostet. Was ist eigentlich mit dem Eierbrecher da oben los? Ja, der hat schon ein Ei gebrochen. Aber wo es jetzt hingekommen ist, weiß ich nicht. Brauchen wir. Guck mal bei den Nahrungsdingern, ob es da einen Ofen gibt, weil ich glaube, ich habe da was gesehen, nicht, dass das Ei vergammelt oder das Omelett oder was da jetzt rausgeschlagen wird. Es gibt bei Nahrung, haben wir leider noch nicht gedingst, und zwar doch 1911. Elektrogrill, deswegen frage ich dich ja. Elektrogrill. Ja, dann würde ich schon fast sagen, dass man lieber hier denn Essen hinmacht. Und ja auch dann gleich. Bauen wir um. Dann muss hier erstmal alles weg.
mach da schon mal Boden rein, dann können sie den gleich mitziehen. Ja. Hey, wir können sogar sagen, aus was für Metall. Obsidian, Granit. Nee, wir haben so viel Erde. Sandstein. Okay, nehmen wir Sandstein. Kantinentisch. Zugewiesen an Bubbles. Die haben die Stromleitung da oben noch nicht verlegt. Welche? Ja, die sind noch nicht dazu gekommen. Aber ich hab. Guck mal, was da unten ist. Denn noch mehr. Und ich habe gesehen, es gibt wirklich sowas, das heißt Destillation. Damit kann man Schmutzwasser zu Trinkwasser machen. Das hört sich doch gut an. Das bedeutet. Muss man nur gucken. Und hier. Die Leuchtkäfer haben es bis nach unten geschafft und freuen sich. Yay! Leuchti, leuchti, Käfer. Leuchti, leuchti, Käfer. Haben wir die Tierzucht schon freigeschalten? Leider noch nicht. Tierzucht ist erst hier. Das konnten wir noch nicht machen. Genau, der Computer fehlt. Also nach und nach, ich habe erstmal in Auftrag genommen das hier. Ja, dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Dass wir hier Medic-Zeug machen können, hier Krankenbett. Ich glaube, die haben da hinten Luftprobleme, kann das sein? Ja, ein bisschen. Und dann Sauerstoff. Ja, das verteilt sich aber garantiert noch. Ja, das sieht gut aus, also muss ich nur ein bisschen verteilen. Hier ist alles krass atembar. Wir müssen hier nur anfangen, den ganzen Schrott einzusammeln. Denn ist auch ein bisschen mehr Luft unterwegs. Jemand einen neuen Hut haben. Fertigkeiten? Zwei Bubbles. Die Reinigungskraft kann Rohre entleeren. Oder wollen wir sie auf was anderes machen? Nö. Was kann sie denn? Die macht sie doch glücklich. Die mag es, okay. Dann kriegt sie auch gleich, dann kriegt sie auch gleich den Klempnerhut. was kann sie? Superschweres Graben. Superschweres Graben. Dann kriegt sie auch gleich. Sie braucht noch ein bisschen. Jetzt. So. Sieht doch gut aus. So, geht schön nach unten und abstempeln. Hol dir deinen neuen Hut. Zack. Beep. Yay! Ding! Und sie auch. Gleich. Den, 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 den. Blup. Ja, freut sich. Ich finde es so cool, wie die sich freuen. Das erinnert mich voll an dich. Du kannst dich auch so toll freuen. Ja, das habt ihr gut gemacht. Sandstein und Hundenstein. Erde aufgenommen. Aber wie gesagt, irgendwie kommen die nicht hinterher mit den Abbauen. Und dies hier am Desinfizieren. Hier unsere Ärztin so, boah, hier ist alles verkeimt. Muss alles weg. Ach, die setzen ja einen Hut ab, wenn sie essen, okay. Der darf ja nicht dreckig werden. Ja, natürlich. Deswegen kommt es auf den verkeimten Boden. Mach hinne, ich muss auch auf Klo. Das ist Händewaschen. Achso. Steht am Klo an. So, ja, jetzt kann ich. Nee, doch nicht. Sie ist noch nicht ganz. Nee, ich hab's eilig. Zack. Die wollte vorher. Die ist wieder so schüchtern. Ja. Ich mag kein eckiges Metall. Ja, eckiges Metall ist doof. Die mögen das hier nicht. Da gibt's sogar noch eine andere Variante. Da kann sogar Gase durchkommen. Hier, es gibt sogar noch Ziegedinger, wo Gase durchkommen können, aber kein Wasser zum Beispiel. Oder Wasser schon, aber
Eigentlich müsste jeder... Mir hat das gar nicht geschmeckt. Widerlich. Na, wir arbeiten dran. Wir wollen ja gleich einen Grill bauen. Aber dann brauchen wir noch einen Grillmeister. Oh, wie süß. Die ziehen auch fürs Schlafen den Hut aus und legen den auf den Boden. Sieht man aber so schlecht, weil hier überall Sandstein rumliegt. Und irgendwelche Schmutzwurzeln. Ich habe die ja schon in Auftrag gegeben. Du musst die höhere Priorität wahrscheinlich setzen. Moment. Aufräumen. Dann mache ich lieber das hier. Ja, zieh einmal komplett um ja die ganze Map. Ne, wir sollen erstmal hier nur machen, obwohl hier unten wäre bestimmt auch interessant. Da auch irgendwelche Schmuddelwurzeln. So, es ist Aufräumtag, es ist Frühling. Oh, stinkt. Was macht sie da? Okay. Wurzel mitnehmen und einsortieren. Yay, ich hab's in den Karton gepackt. Ja, irgendwie schon. Lass mich in der nee, sie muss erstmal waschen. Ja. Guck mal, wie die ausrasten. Aufräumen. Es ist Aufräumtag. Gleich zack voll. Und Desinfektionstag. Hey. Und es stinkt. Warum stinkt's denn da so? Ich weiß nicht, weil niemand den Matschriegel mitnimmt. Ich glaube, irgendwas in dem einen Ding ist schlecht. Da kommt ja so eine grüne Blase drüber. Stimmt. Vielleicht muss man das mal desinfizieren. Ich weiß nicht wo. Strom, Temperatur, Flüssigkeit, Lüftung, Heim. Ah! Ja, guck mal, er ist voll gekeimt, deswegen stinkt das doch auch so. Mach mal Keimrazzia noch hinterher, dann können sie gleich sauber machen auf Stufe 9. Desinfizieren. Mach gleich Stufe 9 oder geht das nicht? Freund? Nein. Aber man kann sagen, desinfizieren bei mehr als 0 Keime. Ja. Dann zieh mal lang. Einmal komplett. Nice. Dann mach mal. Macht mal alles sauber hier. Weil der eine stinkt ja schon. Ja, der ist bis oben hin voll. Es liegt auch daran, wegen keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir ein besseres Dings. Sind wir eigentlich mit der Forschung fertig? Nee, deswegen packe ich das jetzt mal auf 8. Einer wenigstens da am Rummachen ist. Die Forschung ist immer noch eine Fährte. Seit Ewigkeiten ist es auf 14. Ja, ist auch kein Wunder, weil jetzt sind alle am Aufräumen und am Desinfizieren. Jetzt machen die nichts mehr. Ja. Na, aber dann ist wenigstens alles sauber. Ja, und da. Ich würde sagen, wichtige Sachen kann man ja auf 8 machen, wie zum Beispiel. Das Ding würde schon auf 9 setzen. Dass das immer schön befüllt wird. Sonst gehen wir irgendwann unter. Ach, noch haben sie ja Luft. Und das da? Nö, das nicht. Einfach mal machen. Da kommt ja nur Wasser rein. Was? Status außerhalb von Erholungsraum. Das muss also in einen Erholungsraum rein. Ja, keine Ahnung. Könnte man hier vielleicht so einen Erholungsraum machen? Jo. So eine Erholoase mit Massagetisch. Aber ich glaube, die Raumzuteilung kann man erst später machen. Okay. Oder? Weiß nicht, vielleicht wenn genug Gegenstände drin sind, dann
sagen die, ja, ist ein. Steht auch nichts, ob das jetzt ein Erholungsraum ist oder nicht. Hm, werden wir es schon sehen. Wir sind noch fleißig am Machen und Tun. Und was sagt das hier? Kein Wasser. Die holen gleich noch. Und hier auch sagen. Ja. Nee, geht nicht. Wenn sie es brauchen, dann werden sie es holen. Dann holen sie es. Aber vielleicht sollte man das Ding wirklich um eins unterpacken. Ach, da unten rankommt. Ja. Kann man das? Man kann es nur zerlegen. Ja, dann zerleg mal und pack's einfach eine Stufe runter und dann musst du halt nochmal so eine. Ja. Wand ziehen, dass sie darüber laufen können. Es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, du kannst noch ja auch schneller drücken, dann räumen sie schneller auf. Ja. Und ich sag, das da, dann machen sie es sofort. Nice. So, bauen. Tipp. Und dann gleich Wasser. Strom, Nahrung, Sanitär, da. Ja, mach so. Oder gleich hier hin. Nee, passt. Das sieht gut aus. Denk, hey, dann kommen wir auch hier ran. Wir können hier weitermachen. Irgendwann. Klatschnass. So, jetzt kann wieder fleißig gepumpt werden. Aber hier unten ist sowas von gar kein Sauerstoff. Das sind die Slums. Da geht keiner gerne arbeiten. Ja. Oh, jemand kann geupdatet werden. Und wer ist der Fröhliche? Das ist Gooseman. Feldstudienforschung. Ja. Oder? Der kann eigentlich alles. Ja, komm, Dennis, der macht dann weiter Forschung. Wenn er schon mal dabei ist, dann kriegt er auch gleich den besseren Forscherhelm. Freut er sich, wenn er wieder wach ist. Guck mal gleich mal, Papa, wann er es tauscht. Nein, da. Aber hier haben die immer noch nicht fertig gemacht. Forschung abgeschlossen. Forschung? Tatsächlich. Ja. Viehzucht. Ja. Viehzucht. Und coolen Computer bauen. Coolen Computer bauen. Coolen Computer bauen. Oh, Rücken. Yep. Moment. Oh, ihr müsst alle aufs Klo erstmal. Ja, ist jetzt erstmal eine Schlange vorm Klo. Er wird erstmal desinfiziert. Ah, guck mal hier, jetzt. Oh, Halleluja. Ja. Kann man auch sagen, wer da rangehen soll? Aufträge. Ist ja jetzt auch egal. Die Ärztin wird ja erstmal nicht gebraucht. Wenn die da forscht, ist ja nicht schlimm. Ja. Wenn Gossmann frei ist, geht er ja, sie ja ran. Jetzt die große Frage. Stationen. Super, komm. Was? Fertigkeiten, Schrubber? Was zur Warte, Hölle? Mal lesen. Moment. Was stand da? Setzt spezielle Fertigkeiten eines bestimmten Duplikanten zurück. Löschen. Jetzt ja. Ja, da ist doch unten. Oder machst du da oben, wo die Räder sind. Ja. Dann können die auch mal weitermachen, genau. Dann kannst du das da oben mal auf 9 setzen. Dann wird alles wenigstens mal gebaut da. Ja, und die Stromleitung auch.
So, macht mal. Dip. Oh nein. Beleuchtung, los, Fliegeviecher, fliegt! Aber nee, sie sterben. Ja, ich weiß nicht, da sind keine Eier irgendwie. Macht Eier. Die sind wild und glücklich. Ja, deswegen wollte ich die Viehzucht schnell freischalten, damit wir Tiere züchten können, nicht, dass sie auch sterben jetzt. Passiert auch nichts. Guck mal hier, aber die machen schon Eier. Wahrscheinlichkeit 98%. Fangmethode Köder. Also kann man die doch fangen, nur wir können es noch nicht. Ja, ja gut, denn... wahrscheinlich der Boy machen, der die, ja, die Zucht hat. Müssen wir definitiv anfangen. Und die sind immer noch nicht fertig mit Einräumen, das ist echt der Wahnsinn. Oh, das ist ja auch ziemlich voll hier. Dann reicht es, glaube ich, erstmal mit den Priorität 9 Sachen, weil die Pflanzen brauchen auch Wasser. Wenn ja, die alles Priorität 9 ist, dann kümmern die sich halt nicht drum. Guck mal, jetzt wird erstmal fleißig gebaut, gemacht, getan. Und ich glaube, du musst noch ein Stromkabel zum Computer legen. Stimmt. Ja, okay. Oder der Supercomputer. Wow. Mit so einem Vogelding. Ah, das macht, baut keiner ab. Ja, ist ja auch nicht Priorität 9. Hm. Und das Rohr müsste, die Stromleitung müsste nochmal neu gemacht werden. Nee, die ist schon. Oh. Nee. Die zum Computer nicht. Die muss nur gebaut werden. Ja, Priorität 9, sonst baut die ja keiner. Die räumen doch noch alle auf, sonst kriegen wir ja die Forschung nicht voll. Na gut, Strom muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden, oder? Das war nur wegen Strom, ach so. Kann ja auch 6. Jo. Der kann ruhig auf 9, dass es durchgehend ist. Oh, die haben kein Wasser. Bewässert es. Wichtig. Das ist alles auf 9. Nein, nicht alles, aber dass die Pflanzen dann auf 9 gemacht werden. Oh nein, sie sind eingegangen, oder? Ne, erntebereit. Ich glaub, wir brauchen einfach nur Wasser. Los, bewässert es. Ne, es hat, ja, kann geerntet werden. Zwei Läusebrote gemacht werden. Muss erstmal alles desinfiziert werden. Ja, den Pflanzen geht's jetzt auch besser. Nee, die sehen ein bisschen vertrocknet aus. Ja, oder? Die sahen vorher vertrocknet aus. Ach so, na denn. Muss Luft anhalten, wenn es da unten zum Arbeiten geht. Das ist echt hier Slums. Keiner geht da unten gerne hin. Aber zum Supercomputer geht auch keiner.
würde den Eierbrecher mal ausschalten, nicht dass die Viecher dann aussterben, wenn wir zu viele von denen töten, weißt du, was ich meine? Nee, ich hab gesagt, davon soll er nur machen, einen Hatchling. Achso. Aber die Leuchtdinger ist ja auf null. Er soll ja nur die Hatchling-Dinger bei, guck mal, wie viele von denen es schon gibt. Bisschen. Die sind immer noch nicht fertig mit einsammeln. Das ist alles noch auf 9, oder? Ja. Krass. Ja, gut. Lager. Du kannst wieder schneller machen. Ich glaube, das resettet sich immer nach einem Tag. Nee, ich habe wieder langsamer gemacht. Ach so. Interessant, die essen lieber die Wurzeln statt das, was hier eingelagert ist. Ah, guck mal. Die benutzen es doch. Die gehen da hin und trinken ein bisschen. Und die fühlen sich wohl. Das ist gut. Aber ich weiß nicht, vielleicht essen das dieses Vieh das auf. Ich greife das mal an. Ja, vielleicht kriegen wir ja was Leckeres raus. Weil ich habe das Gefühl, es frisst auf jeden Fall Sand. Ich weiß nicht, kann echt sein, dass es vielleicht die Eier von denen frisst. Weil bis jetzt ist da noch kein Ei geschlüpft. Was oh nein! Schnell mal aufwischen. Mach gleich Priorität 9. Und oben auch beim Teleport-Ding. Oh nee. Man braucht ein zweites Klo. Müssen wir mal gucken. Vielleicht Aufenthaltsraum und Klo hier. Und dann am besten hier noch eine Leiter runter. Dass sie gleich, wenn sie aufstehen können, hier auf Klo und chillen und so. Vielleicht. Ja. Klingt nach dem Plan. Wenn die hier. Dann kannst du das noch so machen, dass es symmetrisch ist. Symmetrisch? Wo denn? Hinten. Ja. Ah, so meinst du. Nein. Mal gucken. Also, im Moment kommen die nicht hinterher. Ja. Hier ist so viel Zeug. Und die Dinger sind voll. Ja, dann müssen wir neue bauen. Aber wir haben keinen Platz. Und da wo ist es? Guck mal, ganz unten, da wo auf der einen Seite das Abwasser ist, dann können wir das auf der anderen Seite unten doch komplett mit Lagern vollklatschen, oder? Ja. Ja? Ja. Wo ist ein Lager? Nein. So? Ja. Und dann könnte man das da wegmachen. Genau. Da müssen die aber das erstmal umwiederlagern. Die haben. Die werden sich freuen. Oh, neuer Mensch. Neuer Mensch. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tüdelü. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf die neue Person hauen. Schlagt ihn oder sie!
bestimmt wieder nicht sehen.